Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Evil Within 2. In dieser Folge habe ich ja vor, die kleine Hauptmission von Psyche zu machen und noch draußen diesen kleinen Bossgegner. Ich habe übrigens mal recherchiert, dieser Gegner nennt sich der Wächter. Ja, das ist ein so klangvoller und eindrucksvoller Name. Was war das? Klang, als ob irgendwo was kaputt gegangen wäre. Untersuche das Theater ist ja das hauptrangige Ziel. Okay, alles klar. Hier vorne hat sich jetzt ein kleiner weiterer Weg geöffnet. Und da vorne ist eine Witch. Ah, gut. Gut, ich habe einen Beil. Das ist gut. Und der Alten schieße ich gleich mal mit einem Präzisionsgewehr in den Kopf. Und wenn die dann herkommt, dann verpasse ich da eine mit dem Beil. Komm her. Jawoll. So kann man auch Munition sparen und so kriegt man auch ein bisschen grünes Gel zusammen. Lief doch eigentlich ganz gut. Geht's jetzt hier vorne noch irgendwie weiter oder war's das? Ach so, von der Seite kam ich ja in der letzten Folge an diese Pistolentasche ran. Naja, gut. Wie gesagt, ich habe jetzt vor, die kleine Nebenmission von Psyche zu machen und noch diesen Bossgegner da hinten. Oder Nebenboss oder Zwischenboss, nennt es wie ihr wollt. Ja, es sieht so aus, als würde es hier vorne nichts mehr geben. Es war, glaube ich, nur dazu da, um diese Witch fertig zu machen. Aber wenn jetzt hier vorne dieser Zaun weggebrochen ist, kann es natürlich auch sein, dass sich neue Gegnerhorden in Union jetzt befinden. Das muss ich einfach mal abchecken. In der letzten Folge habe ich eigentlich zum größten Teil alles abgegrast, wie ich finde. Ich werde mich erstmal wieder mit meiner schönen kleinen Armbrust bewaffnen. Die Explosivpfeile haben wir jetzt ein bisschen aufgelevelt. Wir sind jetzt vom Schaden von 100% auf 180% hochgegangen. Hier laufen auch ein paar Ratten rum, auch nicht schlecht. Und die Alte muss hier vorne irgendwo rumrennen. Da ist er. Oh, verdammte Axt. Scheiße, voll daneben geschossen. Warte mal. Komm, halt mal an. Voll auf die 12. Gucken, ob der Damage jetzt wirklich so viel ausmacht. Komm, Basti. Oh, scheiße, habe ich mich selber weggesprengt. Oh. Ja, wenn die ausholt, dann ist Ende Gelände. Oh, das war wieder blöd von mir. Naja gut, wie dem auch sei, wir kriegen die schon klein. Sag mal, Basti, geh da mal nicht so dicht ran. Mal gucken, ob wir mit der Shotgun noch ein bisschen was reißen können. Jawoll, das war's. So, du scheiß Vieh. Hätten wir dich auch mal wieder erledigt. 4000 Gel droppt die jetzt. Umso öfter wir die machen, umso mehr Gel bringt die, glaube ich, ein. Ist jetzt nur eine Theorie, aber es könnte darauf hinauslaufen. Hier vorne dürfte es jetzt nichts mehr geben. Nee, hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir jetzt rauf zum Lagerhaus. Oder zu dem Markt gehen wir eher mal, viel gesagt. Und dann gehen wir da runter und hacken die Computer für Psyche. Da hängt ja jemand. Warum hängt der da? Geh weg da. Nee, er geht nicht weg. Er hält ein Schläfchen. Oh, da war noch was. Dann habe ich doch noch nicht alles abgegrast. Man findet immer wieder neue Sachen. Das ist doch toll.
Oh, was haben wir denn hier? Eine neue Waffe? Ah. Ja, das ist die absolute Endwaffe im Spiel. Ganz tolle Nummer. Erste-Hilfe-Koffer. Den verwende ich jetzt erstmal. Und dann nehme ich das Ding hier wieder. Okay, also in diesen Boxen sind nicht nur Waffen drin, ne? So, wo war denn das jetzt? Der Computer müsste irgendwo da hinten gewesen sein. Psyche hat uns das eigentlich, glaube ich, auch auf der Karte markiert. Ganz genau, das ist da oben. Oh, da liegt ja noch Gel. Warum liegt hier Gel? Befinden sich hier vorne noch irgendwelche Untoten? Könnte es sein. War denn jetzt hier der Eingang? War das die Tür? Jo, hier sind wir richtig. Yuki Hoffmann müsste hier vorne auch noch irgendwo sein. Die Box habe ich, glaube ich, schon geöffnet. Ne, hier ist der Spiegel. Hier wollte ich nicht hin. Können wir hier noch was Tolles mitnehmen? Leider nicht. Schade. Nee, scheiße, jetzt bin ich ja wieder zurückgelaufen. Sehr verwirrend. Wo war denn hier die andere Tür? Ach so, ich muss ja wieder durchs Mark. Oh, okay, habe ich verplant. Wir sind mal wieder die Motte namens Castellanos. Wir folgen mal wieder dem Licht. Bis die Prozente da hochladen und wir uns wieder direkt im Markt befinden. Geht aber ziemlich schnell, wie ich finde. Hab schon längere Ladebildschirme gesehen. Das mag die Anlagen. Psyche hatte uns ja diesen Raum, wo wir das hacken sollen, markiert. Also hoffe ich auch, dass wir das finden. Vielleicht hat sich hier unten jetzt auch wieder ein bisschen was verändert. Das kann auch sein. Hier vorne sitzt Yuki. Okay, mit der müssen wir jetzt aber nicht reden. Was haben wir hier? Eine Spritze. Am Computer war ich da schon dran, oder? Ja, genau. Die Datei habe ich schon. Alles klar. Wir müssen jetzt nach rechts, dann da zurück und ja. Irgendwie so. Es wird ab und an natürlich immer wieder eingeblendet, dass wir das Theater untersuchen müssen, weil das einfach mal die Hauptmission ist. Mach mal die Lampe an. Theoretisch müsste es jetzt hier lang gehen. Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir definitiv richtig. Hier waren wir zudem auch schon. Kann ich jetzt hier durch? Nee, da muss ich echt rumlaufen. Basti rennt um sein Leben, obwohl hier gar nichts ist. Aber hier bin ich jetzt richtig, ganz genau. Hier vorne ist jetzt der Computer. Oh, da muss ich ja nachher wieder hier zurücklaufen, um an diese Kiste ranzukommen. Oh, das ist ja blöd.
wohl funktioniert. Ah ja, okay, jetzt ist sie auf. Ja, ich weiß, wir gehen ja gleich zurück, aber jetzt ist das Ding hier auf. Jawohl, Munition, immer her damit. Ja. Können wir überhaupt noch was nehmen davon? Nee, können wir nicht. Schade. Können wir was nachladen? Können wir auch nicht. Hier haben wir noch allerhand Festplatten. Mhm. Und ich höre schon wieder irgendwelche Untoten. Naja, gut. Mach mal ganz geschmeidig die Tür auf. Schieben den guten Mann da mal weg, der da war. Und er macht auch wieder die Tür zusammen. Was bist du für einer? Aber gibt's einen Kopfschuss, Freundchen. Was fällt dir ein? Macht er einfach wieder die Tür zu. Aber irgendwer ist hier noch. Hier ist wieder das Augensymbol. Schnell mal die Lampe ausmachen, dann sehen sie uns ja nicht. Wir wurden gesehen. Und zwar von dem Typen, der jetzt hier gleich durch die Tür kommt. Der ist da übrigens drin. Ah gut, dem können wir keine verpassen. Ah, der ist so clever und kann die Tür aufmachen. Wahrscheinlich ist er so clever, ich weiß nicht. Aber ich könnte ihn auch weglatschen. Scheiße, ich wollte ihn gerade weglatschen. So, Freundchen, damit hättest du nicht gerechnet, wa? Meine Pistole mit kritisch 200%, die hat ja mal richtig den Kopf weggeschossen. Jetzt können wir uns erstmal hier vorne noch ein bisschen umschauen. Da wird es wahrscheinlich nichts Brauchbares geben. Zudem waren wir hier, glaube ich, auch schon. Ja, ganz genau, hier waren wir ja. Hier lief ja so ein kleiner Film über Sebastian und seine Frau. Naja gut, dann ab zurück zu Psyche. Und jetzt stehen hier überall irgendwelche Idioten auf. Was hat er denn da verloren? Was war denn das für ein Schleim gerade? Der andere Idiot hat es noch nicht gecheckt. Vielleicht können wir den auch so klar machen. Jawohl. Gut gemacht, Sebastian. So ganz toll gemacht. Da hinten ist noch einer. Vielleicht kann ich mir den auch nochmal schnappen. Wenn der umdreht. Du musst nur umdrehen. Na los, beweg dich. Oh oh, er hat uns noch nicht gesehen, aber er dreht auch noch nicht um. Na komm, komm. Willst du nicht mal langsam umdrehen, du Idiot? Ach, weißt du was? Das wird mir hier zu langweilig. Warum die da immer so hin und her eiern müssen? Da hinten ist aber noch einer, okay. Dann schnapp ich mir den halt. Der hat den Schuss auch noch nicht gehört. Ein paar Stiche in den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Das Gel nehmen wir natürlich immer gerne mit. Die Axt kann ich jetzt leider nicht aufnehmen, da wir ja schon eine Axt mit uns führen. Ich finde das ein bisschen blöd, dass wir wirklich nur eine Axt immer mit uns führen können. Wenn wir mehrere hätten, könnte man sich alles ein bisschen besser zurechtlegen, wie ich finde. Aber gut, das ist nur meine Ansicht der Dinge. Oh, hier ist eine Witch. Naja, machen wir es mal wieder so. Und pumpen deren Kopf weg. Und den Rest mache ich mal ganz geschmeidig wieder mit der Axt. Oh, Basti, warum du beim ersten Mal immer daneben haust? Wundert mich schon. So, jetzt geht's wieder zurück zu Psyche. Kann ich jetzt hier noch irgendwas aufmachen? Nee, die Tür ist irgendwie verschlossen. Warum ist die Tür verschlossen? Da muss irgendwas davor stehen. Hier ist auf jeden Fall erstmal wieder ein Safe Room. Aber ich muss doch irgendwie an diesen Raum da hinten kommen. Hm, nee. Komme ich nicht wirklich. Da ist nur der Spiegel. Frau Hoffmann sitzt hier immer noch so rum. Ja. Die installiert wahrscheinlich gerade Windows neu. Ich habe keine Ahnung, was er da macht, aber
Dann wieder zurück durchs Mark und ab zu Syke. Und dann muss ich, bevor ich zu Syke gehe, möchte ich noch kurz in der Stadt einen kleinen Punkt nochmal kontrollieren. Denn ich habe ja in der letzten Folge wirklich mir alles, wie ich dachte, geholt. Aber ich glaube, ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Und damit ich die Nacht besser schlafen kann, muss ich da nochmal hingehen. Das lässt mir nämlich keine Ruhe. So, wo geht's lang? Hier vorne? Ne, hier ist der Spiegel. Ist manchmal immer ein bisschen verwirrend. Ah, hier bin ich richtig. Auf geht's zu Syke. Ja, wie gesagt, es wird da oben immer eingeblendet, dass wir das Theater untersuchen müssen. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich auch das Hauptziel. Aber das werde ich in dieser Folge wahrscheinlich nicht angehen. Das mache ich denn in der nächsten Folge, weil das dauert da drin wahrscheinlich ein bisschen länger. Und ich mache ja manchmal auch in dieser Serie jedenfalls auch ein paar längere Folgen. Daher kann ich das auch so verwenden. Was haben wir hier vorne? Hier ist auch noch eine Axt im Auto. Warum steckt da eine Axt im Auto? Soll uns egal sein, wir können die auf jeden Fall gut gebrauchen. Hier haben wir ja Syke geholfen, hier liegt jetzt nichts weiter rum, jedenfalls habe ich das nicht auf Anhieb gesehen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier vorne nochmal eine kleine Stelle abchecken, denn ich glaube, ich habe was vergessen. Ich habe euch ja erzählt gehabt, es gibt so eine Collectibles in dem Spiel. Das sind diese kleinen Spielzeuge, die wir bei Sebastian im Zimmer hinten auf der Kommode immer uns betrachten können. Und ich glaube, ich habe einen Collectible vergessen. Bis jetzt müsste ich alle haben. Aber hier vorne, ganz genau. Das habe ich vergessen. Ich wusste es. Yeah, cooler Sound. Mysteriöse Actionfigur. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das ist immer das Gleiche, was bei diesen Spielzeugen steht. Aber ich habe das jetzt auf jeden Fall. Das fiel mir vorhin, nachdem ich hier den Wächter klar gemacht habe, fiel mir das so ein. Deswegen bin ich jetzt gleich nochmal zurückgerannt und ja, jetzt kann ich die Nacht auf jeden Fall friedlich schlafen. Jetzt gehen wir zu Syke zurück. Der öffnet uns natürlich auch noch diese Kisten. Oder er hat es wahrscheinlich schon getan, weil die eine Kiste war ja schon offen. Aber ich gehe erstmal zu Syke zurück. Vielleicht öffnet er ja die anderen beiden, die sich in Union befinden noch. Und dann können wir auch bald wieder mit der Hauptgeschichte weiterspielen. Gegner scheint es jetzt hier nicht mehr zu geben. Wir latschen die Tür ein, wir kennen hier nichts. Ich wusste, sie schaffen es. Ja, und wie ich bereits erzählt habe, ja, der gute Mann, der wird von dem bekannten deutschen Let's Player Gronkh gesprochen. Das hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt. Da hat er einen kleinen Part als Synchronsprecher übernommen, aber es ist ja auch gehoppt wie gesprungen. Mal gucken, was er uns jetzt zu erzählen hat. Der Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen. Mission abgeschlossen. Wieder online. Das ist ja toll, aber eine weitere Mission wird er wahrscheinlich für uns auch nicht haben. Was haben wir hier drin? Munition. Ja, obwohl, können wir nachladen, dann können wir das noch mitnehmen. Was haben wir jetzt hier drin? Ah ja, gut. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Diese halbautomatische Pistole besitzt einen Schalldämpfer, der die Schussgeräusche dämpft. Dadurch aber auch weniger Schaden verursacht. Bei wohlüberlegtem Gebrauch lassen sich einzelne Gegner von Gruppen weglocken. Gut, dann hat das ja doch noch was Gutes. Also die Waffe können wir auf jeden Fall mal nehmen, aber die nehme ich jetzt mal nicht. Wir können sie natürlich im Waffenrad auswählen. Ich kann euch das gerne zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt das Waffenrad haben und hier Viereck drücken, sehen wir hier die einzelnen Pistolen. Ich habe die Handfeuerwaffe mit Laseroptik, die Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Die gab es für das DLC, wenn man die Day One Edition hat, so wie ich.
Das gab es eigentlich auch bei jedem anderen Spiel oder bei jeder anderen Version, glaube ich. Und hier haben wir die Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer und hier ist die ganz normale Pistole. Aber ich nehme die Handfeuerwaffe mit Laseroptik. Ja, so. Hätte ich euch das auch mal gezeigt. Wir gehen jetzt nochmal schnell zurück zu der anderen Kiste. Die hat ja Psyche geöffnet gehabt. Aber wie ihr seht, es lohnt sich immer wirklich alles abzugrasen und auch die ganzen Nebenmissionen zu machen und die Nebenschauplätze auch zu besuchen. Die Munition, die man da findet und die Items, die man da bekommt, können einem wirklich im weiteren Spielverlauf sehr von Nutzen sein. Oh, was haben wir hier? Na, Basti, finden wir wieder was Tolles im Müll? Ja, Waffenteile. Naja, ist doch toll. 10 Waffenteile, okay. Die hätten wir wirklich im Müll lassen können. Hier vorne war jetzt die eine Kiste. Was ist hier so Schönes drin? Wahrscheinlich nur Waffenteile oder Munition. Ja, genau das ist drin. 25 Waffenteile. Deswegen bin ich hierher gelaufen. Für einen Pistolenschuss auch noch? Oh, das ist ja scheiße, Basti. Naja, gut, könnten wir später nochmal nutzen, ja. Naja, wie gesagt, die Hauptmission, die starte ich jetzt nicht in dieser Folge. Ich gehe jetzt nochmal schnell zum Unterschlupf zurück. Gehe nochmal durch den Spiegel, werde mir nochmal ein bisschen was herstellen und schaue nochmal, was ich für das Gel ein bisschen verwenden kann. Und dann werde ich die Hauptmission in der nächsten Folge starten. Dann müssen wir nämlich noch eine Kleinigkeit hier draußen in Union machen, bevor wir dann wirklich ins Theater kommen. Denn wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Psychopathen, der diese Bilder macht, wo er den Leuten da in den Kopf schießt. Dieser verrückte Freak da. Wir sind mal wieder in Sebastians Zimmer. Und ich kann euch ganz schnell nochmal diese kleinen Actionfiguren zeigen. Die befinden sich hier vorne. Basti, nun latscht er nicht so die Tür von dem Büro ein. Da ist eine Glasscheibe drin. Guck doch mal hin. Das wird teuer. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon 5 Spielzeugfiguren. Und wenn ich mich nicht recht täusche, gibt es insgesamt 8 solcher Collectibles. Und wir haben es jetzt alle. So viel schon mal sicher. Ob ich die anderen 3 auch noch finde, weiß ich nicht. Ich habe, gut, es geht noch alle kleinen Göttinnenstatuen auf dem Schirm, wo wir diese Leichenschrank-Schlüssel bekommen. Aber diese Figuren, naja, muss ich nochmal gucken. So, Herstellung. Was können wir uns noch herstellen? Schrotmunition? Ja, komm. Nehmen wir mit. Schockbolzen nehmen wir auch mit. Auf jeden Fall noch ein paar Explosivbolzen. Mist. Kann ich mir nicht herstellen. Da fehlen uns die Nägel für. Aber die sind eigentlich echt gut. Können wir noch irgendwas bei der Waffe verbessern? 320 Waffenteile habe ich nur. Gut, das mache ich jetzt mal später bei der Schrotflinte, weil der Schaden von der Schrotflinte erhöht sich jetzt immer nur um 5%. Oder nachher um 10%. Ich kann euch das gerne zeigen hier. Hier von 110, 115, 120 zu 130. Aber guckt euch das an, was es an Waffenteile kostet. Das lohnt sich jetzt erstmal nicht so. Was sich natürlich lohnen würde, das wäre das hier. Aber dazu fehlt mir einfach ein hochwertiges Waffenteil. Das ist natürlich blöd. Man könnte jetzt noch die Reichweite erhöhen. Lasse ich aber auch erstmal. Also ich kann jetzt nicht wirklich was verbessern. Das ist schade. Hochwertige Waffenteile findet man nicht so oft. Da wir noch 10.000 grünes Gel haben, werde ich das jetzt auch nochmal verwenden. Die Frage ist nur, wo? Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, wenn du die Lottozahlen fürs Wochenende hättest plus Superzahl, damit wäre mir schon geholfen. Also entweder 6 richtige und ein bisschen was auf dem Konto oder 10 Jahre eine Sofortrente. Das wäre natürlich toll.
Naja, wie dem auch sei, kleiner Spaß am Rande. Und ja, 10.000 grüne Skill haben wir. Was können wir denn jetzt hier noch so reißen? Zweimal rotes Skill habe ich auf jeden Fall. Was würde hier sein? Raubtier? Ach, könnte ich mir nicht holen. Unauffällig 3. Aha. Nee, es ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. So im Kampf würde ich ganz gerne noch ein bisschen was machen, aber oh, synaptischer Fokus. 75.000, haben die eine Panne? Kann ich mir gar nicht leisten. Wie lange soll ich denn da sparen? Wegtreten. Schläger 2. Ja. Könnten wir machen. Was haben wir hier noch? Reflexe. Ich würde sagen, ich mache mal Reflexe 1. Reflexe. Du weichst gegnerischen Angriffen automatisch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus. Manchen Angriffen kannst du mit der Fertigkeit Reflexe nicht ausweichen. Das ist ja egal, aber wir können ab und an mal ausweichen. Und dann könnte ich eigentlich noch Schläger 2 nehmen, wollte ich gerade sagen. Kann ich aber nicht. Kostet 6.000. Aber ich kann Wegtreten nehmen. Das machen wir. Wir können jetzt Gegner wegtreten. Wegtreten, X treten, wenn das Treten-Symbol erscheint. Wenn bestimmte Gegner zurücktaumeln, kannst du ihnen einen Tritt verpassen, sodass sie zu Boden gehen. Sobald du die Gelegenheit dazu hast, erscheint ein Symbol. Drücke dann X, um den jeweiligen Gegner von dir wegzutreten. Naja, ist doch toll. Ja, und damit können wir auch nichts weiter reißen. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge, denn ich habe ja erwähnt, in der nächsten Folge mache ich dann die Hauptmission weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann heißt es auch wieder Let's Play The Evil Within 2.